So, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Folge 22? Könnte sein, 22 bei Persona 3 fest. Wir sind im Tartarus, ich habe mich kein Stück bewegt jetzt zu der letzten Aufnahme. Und wir starten neu zu Floor 10 und hauen dem Boss ins Gesicht. Glaube ich. Aber dazu will ich vorher auch noch was ausrüsten. Nichts Besonderes, nur eine andere Person. Und der Bildschirm, der Ladebalken, dauert halt ewig. Hier sind drei verschiedene, die sind komplett neu, das habt ihr ja beim letzten Mal schon gesehen. Und zwar Hände, wie ihr da sehen könnt. Ernsthaft? Hände? Ja, scheint so. Hände. Und wir brauchen Orpheus. Klingt seltsam? Ist aber so. Ich mag Orpheus. So. Nee, eigentlich will ich meinen Status von der Gruppe sehen. Ich will Status von der Gruppe sehen. Ja. Gut. Dann weiß ich nicht, welche Server meine Gruppe hat. Aber egal. Das wird ja nicht so schwer werden. Hallo. Gut Luck. Und ja, bleibe konzentriert. Must be guarding this area. It's strong, so be careful. Genau. So, so stark ist er aber gar nicht. Denn mit einem ordentlichen Bash fallen die um. Die sind nämlich nicht so stark gegen Strike. Attack again. Get him. Das ist, glaube ich, auch. Das tritt auch nur einmal auf im Spielersystem, dass es halt mit Strike, Pierce und Dings gibt. Ich finde das ziemlich cool. Ich glaube, ich muss aber noch eine Runde durchhalten. Ich glaube auch nicht. Ja, Accidentally Boss. Ich glaube, ich habe ein bisschen hart gelevelt. Yukari wird aufleveln. Oder auch nicht. Accidentally Auto hinter mir. Neue Seelen. Nicht sicher, ob's. Ich weiß nicht. Eigentlich. Es sollte auch nichts mehr kommen. Oh doch! Ein Boss kommt noch. Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe da noch was vergessen. Hm, die Schatten sind hier anders als sonst. Hm, ich denke, du bist stark genug. Was? Ich glaube, ihr seid stark genug, um hier... Ne? Aber hier nur... Und los. Ja, genau. Ohne Verkehrs, ich will hoch. Spread out and proceed individually. Ich will, dass hier Stuff sammelt und mich hochbringt. Oh. Oh. Nicht sicher. Ich bewege mich hier ungern so viel alleine rum. Ja. Wir wollen hoch. Natürlich wollen wir hoch. Das ist nämlich eigentlich mein Sinn und Zweck dabei. Wir müssen bis, genau, in den 14. Flur. Das ist nämlich da, wo ich hin will. Das ist nämlich der Area Boss. Ah, wir splitten uns. Ich warte einfach und schick die hoch. Okay, ich muss Dings helfen. Sonst wird das nichts. War klar, dass es ein Kampf ist. Das ist gut. Das war gut. Da hat. Ich finde die All-Out-Attacke sind eine ziemlich sinnvolle Attacke. Auch wenn sie gerade übelst laut war, meiner Meinung nach. Aber. Sieht so schwach aus. What a
stunning victory. Ich finde das Waffendesign auch mega cool. Da kann man ja auch nichts gegen sagen. Was bist du denn? Alt. Cool. She is lovers. Dann fliegt Pixies dafür raus. Sehr logisch. Und tschüss, Pixie. Hallo, Alt. Sieht ja fesch aus. Und so. Sexy, hexy. Da unten ist ein Gegner. Hier geht's weiter. Jeha. Müssen wir noch irgendwie was finden? Na gut. Einen Flur noch, das heißt. Genau. Einen Flur noch, da sind hier die Gegner schwach. Und noch ein paar Yen sind auch gut. Grinden wollen wir ja nicht. Ich werde es, glaube ich, beim nächsten Mal ein bisschen interessanter machen. Vielleicht ein bisschen mehr Gegner umnatzen. Oh. Ich werde noch dazu schlagen. Gut. Wenn ich mich nicht täusche, waren die Feuer. Nicht sicher. Trance Twins. Die sind. Na, wo haben wir es denn? Da, Eis. Stimmt, im Dings sind sie Feuer. Ja, habe ich denn falsch, das Falsche drin. Ja, wir wissen es. Komm hier zurück. Au. Ich habe nichts gesagt, das ist stark. Also, Vierer sind die Feuer. Oder sind sie ja auch Eis? Oh Gott, jetzt bringt mich nicht durcheinander. Ich weiß es nicht gerade im Moment. Das ist wirklich traurig, finde ich gerade. Und da habe ich locker das Doppelte an Zeit gebracht an Grinden in der Levelstelle. Nichts. Ihr seht aber auch, dass ich jetzt diesen zusammengekatteten Grind-Abschnitt gemacht habe, ist persönlich gesehen ganz angenehm für euch, weil es würde einfach viel zu lange dauern, den ganzen Grind-Abschnitt euch zu zeigen. Das ist halt super nervig. So, und hier kommen wir zum Boss dieses Abschnitts des Tartaruses. Also zum Abschluss-Boss. Die anderen waren nur so Zwischenbosse, so. Und der eine ist halt immer so, hat keine, glaube ich, Special Weakness oder sonstiges. Der ist einfach halt. Der ist besonders, würde ich da nicht empfehlen, Dings zu nutzen. Nahkampfwaffen, aber ansonsten ist es relativ okay. Dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Ich muss ein bisschen rumtricksen, weil die gute Yukari ist der macht Sio, der Gute. Und die gute Yukari ist natürlich, kriegt davon Schaden, weil sie ein Windelement ist. Ich weiß, das erklärt euch jetzt noch nicht so viel, aber ihr werdet es irgendwann merken, wenn wir mit den ganzen Schwächen und so, wenn wir uns 70, 80 Stunden im Spiel befinden, 60 vielleicht auch nur und kurz vorm Ende rumgeistern. So, ich habe noch gespeichert, damit das alles hinhaut. Und ja, ich bin soweit. Noch nicht ganz bin ich soweit. Siehst du, ich muss noch Nekomata ausnutzen. Ja, stark genug bin ich dafür. Meiner Meinung nach. Ich muss eigentlich mal gucken, kann meine Nekomata mal das. Ja, kann sie. Sie ist sehr gut. Gut. Yes. Yes. Gut. Dann legen wir los. Die hat nämlich keine Schwächen. Die ist sehr angenehm. Und los geht's. Good luck.
Und ja. Gut Luck würden wir jetzt brauchen, glaube ich. It seems you've attracted the Guardian's attention. Its arcana is the chariot. Also der Streitwagen. Gut. Wartet. Bevor wir überhaupt irgendwas machen. Yukari. Ich würde ja gerne. Naja. Massil und Support und. Warte, dann. Vielleicht Standby ist das Beste, weil. Können wir da. Gut. So, dann mache ich Agi. Ich hoffe, sie verteidigt dann. Weil er macht Zio und das ist uncool. Oder er macht das. Das ist uncool. Weil. Ich wollte gerade sagen. Sie macht ihn einfach weg. Na super. Dann hier dann sofort. Wie ihr seht, ist es ein bisschen. Ja, mieser. Der gute. Ich habe damit wenig Probleme, scheint mir. Gut. That one just won't die. I can do it. Ja, ist okay, dass sie gerade das gemacht hat. Es nervt mich ein kleines bisschen, dass wir, ne, aber naja. Tot, ja. Das tut weh. Couldn't finish it off. Why, you little... So, währenddessen heilen wir dann einfach mal in Ruhe durch. Ich hoffe, ich krieg das noch in einer guten Zeit hin. Weil sonst kriegt ihr einen etwas längeren Part, glaube ich. Im Moment sind wir 12, 13 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Gut, dass ich gespeichert habe, denke ich mir gerade immer noch. Ah, ins Gesicht. Au! What? Nicht sicher. Diesen Item, was haben wir denn hier? 50. Nee, das ist das komplette. Ich habe ein einziges Wiederbelebens-Item. Yo. Hier, fick dich. Fick dich. Einfach nur fick dich. Ja, ich glaube, wir werden einen weiteren Teil brauchen. Und ihr werdet einen Game Over spielen sehen, glaube ich. Oder ich mache das ohne Takeba. Ist ja auch nicht so schlimm. Be careful. You're severely injured. Was du nicht sagst. Na toll! Das freut mich, dass du noch deine Attacke verstärkt hast. Nicht sicher. Interessiert sie nächstens gerade keinen. Er macht einfach weiter brav. Agi. Stresst mich schon ein bisschen. Ich würde sagen, es ist ein guter Moment, um einfach zu sterben. Nicht sicher. Ich hab
Wirklich? Ich glaube gar nichts zum Wiederbeleben, oder? Ich habe ein Musketring. Full Restores. Nein. Ich habe nichts zum Wiederbeleben. Hiernach kriege ich was zum Wiederbeleben. Das Problem ist, wenn ich hier aus dem Fight gehe, ist sie weg. Das ist uncool. Das ist uncool! Kann ich mich selbst attackieren? Nein, kann ich nicht. Machen wir es mit der Brechstange. Brechstange funktioniert nicht. Das heißt, wir werden den Overscreen kriegen. Seht ihr auch mal. Mal was Neues. Wobei, nicht sicher. Nicht sicher. I just want to wait. Achso. Ja. Es bringt nichts, wenn ich nicht die Erfahrung sharen kann. Das bringt nichts. Tut mir leid. Jetzt sieht er auf alle Fälle den Game Over Stream. Und damit werde ich hier die schon mal mich beenden. Ich verabschiede mich. Danke, dass ihr in diese kurze Story reingeguckt habt und die Geschichte bleibt ungeschrieben. Bis zum nächsten Mal.